Im heutigen Tutorium geht es wieder mal um das Lösen einer Klausuraufgabe, die da lautet: Wie könnte man dieses Zielmolekül herstellen, und zwar aus diesen drei Startmaterialien, zum einen Morpholin, zum anderen Furfural, der Furan-2-Carboxaldehyd und die Adipinsäure. Wie immer zuerst versuchen, selber diese Aufgabe zu lösen, bevor Sie sich die Lösung, die ich hier präsentiere, anhören. Okay, wie wird man hier rangehen? Nun, einfach wieder zu erkennen in diesem Zielmolekül sind natürlich die Furfuraleinheit. Hier haben wir eine und eine zweite hier an dieser Stelle und natürlich die Morpholineinheit. Die haben wir hier. Jetzt sehen wir hier noch einen carbozyklischen 5-Ring mit einem zusätzlichen exozyklischen Kohlenstoff. Das macht 6 Kohlenstoffe. Nun, 6 Kohlenstoffe haben wir hier auch. Also klar, dieses Teilstück wird aus der Adipinsäure hergestellt. Wie kriegen wir aus der Adipinsäure einen carbozyklischen 5-Ring hin? Nun, das ist ein Klassiker. Zunächst einmal verestern. Methyl- oder Ethylester. Und dann eine intramolekulare Esterkondensation mit dem Natriumalkoholat in dem Alkohol. Das Ganze erhitzen. Dann kommt bereits der carbozyklische 5-Ring heraus. In der Art. Wie sieht es nun mit der Reaktivität aus? Okay, Beta-Carbonyl-Verbindung zu dem Ester, ein Beta-Keto-Ester, der enolisiert sehr leicht. Damit haben wir hier dann nach der Enolisierung ein nukleophiles Zentrum. Dieses nukleophile Zentrum würde reagieren mit dem Elektrophil hier, das müsste ein elektrophiles Zentrum sein. Wo kommt dieses elektrophile Zentrum her? Na, aus der Kombination von dem sekundären Amin mit dem Furfural. Hier einmal eingefügt. H+ eingegeben, Säurekatalyse, H2O wird abgespalten. Was ist dann das Ergebnis? Ein solches Iminiumsatz mit dem elektrophilen Kohlenstoff an dieser Stelle. Okay, dieses Elektrophil plus dieses Nukleophil ergibt schließlich hier den 5-Ring und Carbonyl hier und Esterfunktion an dieser Stelle. Wie kommen wir nun von hier nach da? Ja, praktisch ist alles vorhanden, nur wir sind hier jetzt in der falschen Oxidationsstufe. Erstens, mit Lithium-Aluminiumhydrid dieses hier reduzieren, dann haben wir an dieser Stelle eine CH2OH-Gruppe, an dieser Stelle einen sekundären Alkohol
Gut, da haben wir die beiden Sauerstofffunktionen. Und was haben wir hier als funktionelle Gruppe? Das ist nichts weiter als ein Acetal. Außer die beiden Alkoholfunktionen brauchen wir zu dem Acetal nur einen Aldehyd. Ja, den haben wir hier. Das ist das Edukt. Also, die letzte Stufe ist dann einfach nur H plus minus H2O. Das Ganze am besten am Wasserabscheider und wir sind fertig. Vielen Dank fürs Zuhören.